Office 365. Was ist das? Ich habe hier ja bereits auf meinem PC Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Warum soll ich Office 365 noch mieten? Denn ich habe hier Programme bereits gekauft. Office 365 wird tatsächlich nur vermietet. Dafür läuft Office 365 im Internet. Das heißt, ich kann mich überall in der Welt einloggen und daran weiterarbeiten. Das heißt auch, dass die Dateien, an denen ich weltweit arbeite, auch online gespeichert sind. Ich starte einmal irgendeinen Internetbrowser. Hier gehe ich zu office.com, Enter und logge mich hier ein. Und jetzt sieht man sofort, ich bin bei verschiedenen Organisationen bereits registriert. Hier ist das eine, das andere, das gäbe noch mehr. Aber ich logge mich nun hier ein mit diesem Login. Das heißt, Sie haben ein Login erhalten, eine Mailadresse plus ein Passwort. Jawohl, anmelden. Jawohl, auf meinem PC will ich angemeldet bleiben. Tja, und das ist bereits das Online Office, also O365. Ich habe hier das Outlook, das kann ich sofort starten. Es sieht ein bisschen anders aus als das Lokale. Hier habe ich meinen Online-Speicher. Ich kann hier draufklicken und ich kann von überall her auf meine Dateien zugreifen. Ich gehe da wieder zurück, hier oben. Ich habe ein Word, ein Online-Word. Ich kann hier ganz normal eine Word-Datei erstellen und die ist immer sofort auch gespeichert. Ich muss mich also nie ums Speichern kümmern. Und weil ich es ja auch lokal habe, das Word, könnte ich hier sagen, in Desktop-App öffnen. Dann wird diese Datei heruntergeladen und ich kann auf dem Desktop daran arbeiten. Das hat den Vorteil, dass hier ein paar Werkzeuge zusätzlich erscheinen, denn online stehen nicht alle Werkzeuge zur Verfügung. Ich gehe hier wieder zurück, denn ich sehe da oben mein O365 nicht mehr. Dann gehe ich auf diese neuen Punkte, dann bin ich wieder beim Office 365 und kann hier Programme auswählen oder dann hier zu Office 365. Das ist das Gleiche. Also geht es hier weiter mit Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint. Das ist so quasi das Zentrum, wo alles gespeichert wird. Teams braucht man viel und es gibt noch mehr Apps, alle Apps. Oh, das ist ja unglaublich, was da alles zur Verfügung steht. Das war's.